Als wir gestern in der Hofkirche waren, da ist mir gekommen, dass ja der heilige Christophorus hier abgebildet ist, den ich euch am Fest des heiligen Christophorus zeigen wollte. Und dann ist mir immer was anderes zu den Abendimpulse eingefallen. Und darum habe ich mir gedacht, macht man heute über den Christophorus in der Hofkirche den Abendimpuls. Wenn wir da hinaufschauen, dann ist er hier wunderschön dargestellt in einer ganz frühen Zeichnung aus der Gotik. Er hat hinten auch noch dieses Muster der Gotik. Er wird dargestellt als der Träger des Jesuskinds. Und was mir da ganz gut gefällt, das Jesuskind sitzt nicht auf seinen Schultern, wie es meistens ist, sondern es steht sogar noch auf seinen Schultern. Und das finde ich ganz lieb, wie der Christophorus. Trotzdem, dass das Kind hinter seinem Kopf ist, seine Augen und sein Kopf so vertraut, dass er es noch ein bisschen anschauen kann. Der Christophorus, er steht ganz stattlich da, barfuß, nämlich er hat das Jesuskind durch das Wasser getragen, durch eine Furt, wo er die Menschen hindurchgetragen hat. Und darunter sieht man ein Hecht und einen Karpfen, sogar einen Krebs. Was da also andere vier Fische ist, weiß ich nicht. Und dann zwei Wassermänner. Das ist eine eigenartige Darstellung, die kann ich jetzt nicht genau deuten, warum das genau so ausschaut. Aber der heilige Christophorus, er ist ja der Patron der Reisenden, aber auch der Patron, dass wir unter immer wieder gut zurückkommen. Und darum ist auch dieser Spruch in dieser Kirche ganz schön, den die Leute damals schon im Deutsch und nicht im Latein geschrieben haben. Und zwar aus dem einen Grund, das war eine Kirche von den Bauersleuten ringsherum. Die sind hierher gekommen. Und was nützt denen ein lateinischer Spruch, wie wir es in der Stiftskirche zum Beispiel an die Grabsteine oftmals finden, der nützt denen überhaupt nichts, weil sie nur anschauen können, aber nicht lesen können. Aber hier haben sie einfach hergeschrieben, Sankt Christophorus, edler Gottes, behüt uns Haus, Hof und Haus und Feld vor Brunst und Hagel, Hunger sei, wollst unser starker Schütze sein. Und wie du trugst als Pferdgesell das Christuskind durch Weg und, das weiß ich jetzt nicht genau, was da dort steht, so trag uns deine starke Hand vom Erdenstrand zum Himmelsland. Ein netter Spruch, der da dabei steht und der uns daran erinnern mag, dass wir Fürbitter im Himmel haben, die uns den Weg zeigen wollen, die uns helfen wollen, dass wir zu Gott finden. Und so wollen wir an diesem Abend zu dem beten, den der Christophorus auf seinen Schultern trägt, nämlich zu Jesus Christus. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend, in dieser Nacht, der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Führt euch gut, bis morgen.